Willkommen hier zurück bei Resident Evil 4 und nicht 5. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, war ich einfach so durch nach dem Kampf gegen Krauser, der super gut inszeniert war. Mal unabhängig davon, dass ich natürlich überhaupt nicht gerafft habe, wie der geht. Das macht aber nichts. Es wäre auch ziemlich sinnfrei, wenn man den hier genauso staggern könnte wie im Originalteil, weil das war ja mehr oder weniger eh nur, ja, cheesen, ne? Also man hat ja da mehr oder weniger die Gegebenheiten ausgenutzt, weil das nicht richtig durchdacht war von den Programmierern. So, kommen wir jetzt zur Raffinerie oder wie ist das? Oh, was ist da hinten los? Purple Rain Party? Oder warum hängen denn da lilafarbene Vorhänge raus? Und wieso stellt er das nicht scharf? Wahrscheinlich soll man das nicht scharf sehen. Okay, was gibt's denn hier zu sehen? Lass mal gucken. Ah, okay. That's gotta be their sanctuary. Was sind denn das für Riesennägel? Ashley. Hier, die riesigen Nägel, die da reingesteckt werden, wurden, um diese Tücher da festzuhalten. Their defenses are no joke. Ich habe vor denen keine Angst. Vor denen habe ich mittlerweile keine Angst mehr. Schlimmer wäre, wenn da noch Regeneradores wären. Aber da sind keine. Also mache ich da erstmal nicht so viel Aufriss, was das Thema betrifft. Ja, cool. Haben sie die Sachen mit den ja, man musste ja sonst diese Embleme da finden. Das hat man ja im Schloss schon gemacht. Das war hier gar nicht. Die hat Krauser ja bewacht. Und hier nicht. Hier musste man ihn einfach nur besiegen. Und hier ging es auch, ich finde, man hat hier viel mehr den Konflikt gehabt zwischen Leon und Krauser aus der Vergangenheit. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut. Mir gefällt das echt sehr gut, weil man so noch mehr über die Vergangenheit erfährt und auch über Krausers Hintergrundgeschichte. Es ist echt super. Ja, ich bräuchte mal wieder eine Dusche. Ich sehe auch nicht mehr ganz so frisch aus, wenn man so ehrlich ist. Was hat denn Krauser eigentlich außer dem Messer fallen gelassen? Nichts Besonderes, ne? Nichts Besonderes. So. Welcome. What can I interest you in? Das neue Messer hat Haltbarkeit 1,4. Unseres hat 2,2. Ich vergleiche das mal eben mit dem anderen. Einsatzmesser. So. Maximalwerte. 1,8. Haltbarkeit. Oh, das Einsatzmesser hat weniger Haltbarkeit als unseres, hat aber mehr Angriffskraft. Interessant, es hieß doch, das hätte besondere Haltbarkeit, hat es aber gar nicht. Und es ist auch langsamer als unseres. Warum sollte ich das dann nehmen? Was hat denn das für Vorteile? Dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht, warum ich das... Das braucht auch mehr Platz. Soll ich das modifizieren? Ich meine... Sehe ich hier nur irgendwas nicht? Oder bin ich jetzt Einsatzmesser? Kampfmesser. Maximalwerte. Nee, warte mal. Hä? Ich glaube, ich habe das eben falsch miteinander verglichen, ne? Warte mal. Einsatzmesser. Das ist doch besser. Na klar. In der Angriffskraft. Aber nicht in der Haltbarkeit. Doch, dann habe ich richtig geguckt. Okay. Ja, egal. Erhöht die Angriffskraft auf das Doppelte. Und bei ihm hier wäre... Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Ah, okay. Das eine ist mehr Angriffskraft und das andere Geschwindigkeit. Jo, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Riesenkäfer. Können wir verkaufen. Thank you. Ich werde mal die Weste wieder reparieren. Ich glaube, wir treffen ihn sowieso noch mal vorher. Hier gibt es nichts Neues. Rohstoffe können wir noch mal holen. So, dann ist das alles okay. Dann speichere ich noch mal eben. Ich glaube, wir nähern uns jetzt sowieso dem Finale. Ich hoffe nicht, dass wir am Ende noch gegen Ashley kämpfen müssen in so einem kleinen Minikampf oder so. Das fände ich nicht so lustig. So. Wir haben tatsächlich Maximum, ne? Bei...
Kommt hier da oben vor. Uiuiui, Ade Heli! Moin! Ist es Mike? Ich glaube, es ist Mike. Mike ist wieder da. Hi. Aber hallo. Ah. Oh. Lock sie irgendwo hin, wo Platz ist? Wo ist denn Platz? Ja, hier unten wahrscheinlich eher nicht so. Ach doch, hier in die Mitte. Wow! Ja, okay, wenn ich sie hier hinlocken kann und er die dann abballert, dann nehme ich das doch gerne hin. Noch nicht, wie ich den Hubschrauber am sinnvollsten nutze. Okay, cool. So, wie sieht's denn aus? Mike, kannst du noch mal mähen? Danke. Oh, nice. Nice, nice, nice. Irgendwo lebt noch einer. Danke. Ach, da ist noch einer. Aber du Einzige, ne? Mist, ich hab dich nachgeladen. So. Warte, hier sind noch Sachen, Mike. Moment, warte. Heul leise. So, sorry, Mike, ich muss erst looten. Oh, ich liebe Mike jetzt schon. Man hätte wahrscheinlich auch einfach hier hochgehen können, dann hätte sie... Ah! Mich da einfach beim kleinen C noch, weißt du, Dings zerstört hab. So, okay. Prima. Oh, hier hätte man auch. Okay, fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal, weiß ich Bescheid. Fürs nächste Mal machen wir mit Mike einfach hier Double Kill. Einer ans Gewehr und einer an Dings. So, warte, ich... Wo hat er aufgeschossen? Hier, ne? Ja, dann warte ich einfach hier. Ich hab nur ein bisschen... Okay, gut. Ich hab leider nur ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, das war's nämlich noch nicht. Boah, der mäht hier einfach durch, ne? Kannst du da unten den auch mal? Der kostet mir zu viel Muni. Mike? Mike! Ah, der fliegt immer im Kreis, ne? Vorsicht. Ah, sehr gut. Nice, danke Mike. Ich muss gleich erstmal Inventur machen. Ich habe so viel eingesammelt. Silver Spray, sehr nice.
Okay, lass mal kurz Inventur machen. Huch. So. So viel Heilung, wie ich dachte, habe ich gar nicht eingesammelt. Aber egal, passt. So, craften können bestimmt auch. Oh, Magnum Muni. Aber sowas von. Blendgranate mache ich auch noch, wenn wir es schon haben. So, weil ich werde die Magnum auf jeden Fall beim letzten Kampf auch nochmal einsetzen. Es lohnt nicht, die Munition mitzunehmen. Oh, hoppla. Ach nee. Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte die Fässer auf der anderen Seite stehen gelassen, aber die sind aber hier auf der Seite. Ja, ich muss da hinten runterhüpfen. So. Oh. Oh, endlich kann ich hier mal wieder aufladen. Oder nachladen. Oh. Oh nein, Flakgeschütze. Mike, pass vorsichtig. Okay, gut. Ich kümmere mich drum, keine Sorge. Mach ich gleich. Vielleicht kannst du noch einen abseilen in der Zeit. Ich brauche ein bisschen. Da unten geht es auch noch irgendwo hin. Oh nein, das war zu spät. Wow, okay, da geht's nicht lang. Entschuldigung. Da darf ich auf keinen Fall lang. So kann ich... Ja, ja, ich kümmere mich drum. Vorher muss ich aber hier noch die Rüsseltiger-Population ein bisschen ausdünnen. Wow! Und da unten der Geschützman, der geht mir auch auf die Eier. Ist aber Schluss da. Noch mehr? So, wie komme ich da rein? Gitterfenster. Übers Dach wahrscheinlich, ja? Warte, warte, warte. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich einen Raketenwerfer hätte, einfach da... Hä? Wo soll ich da hinkommen? Oder es gibt von unten noch einen Weg. Warte mal. Komm mal her. Komm mal ein bisschen näher. Komm, 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 komm. Warte. Jetzt Feierabend, mein Freund. So, von wo? Ich habe es nur gehört, aber nicht gesehen. Okay, ich kümmere mich erstmal ums Flakgeschütz. Vielleicht können wir ja von hier da rein. Oh, das sieht gut aus. Und ich will immer noch die Kisten vom Anfang looten. Aha! Ja. Flakgeschütz ausschalten. Bestimmt eine gute Idee. Aber wo und wie und überhaupt? Tja, von hier komme ich da nicht rauf. Das ist aber... Ah, hi Jungs. Jack's auf mich gewartet, das ist aber nett. Ja, okay, also wie komme ich darauf? Oh, warte, warte.
habe euch gehört. Oh, die Mucke, ne? Das ist so gut. Ja, brenn mal ein bisschen. Gerade ein bisschen konzentrieren, warte. Man spielt nicht mit Feuer. Das ist genau deswegen. So, ich wette, ich muss nach oben laufen und den von da irgendwie wegsnacken. So, wo ist der Typ? So, komm her. Okay, ich komm. Hä, wie? Wie schalte ich das wie schalte ich das Flakgeschütz aus? Ich kann nicht nach oben. Aber irgendwie ist der Typ doch auch darauf gekommen. Es gibt hier auch keine Leiter. Außer die, aber die bringt mich ja hier nur nach oben. Und die Tür hier habe ich aufgemacht. Vielleicht muss man das irgendwo ausschalten, aber... Da kann ich nichts machen. Ich weiß nicht, wo ich das Flakgeschütz ausschalte. Sorry, Mike. Ah, ich weiß, wie... Ich weiß, wie wir das Flakgeschütz loswerden. Kann es sein, dass alle drei Schüsse daneben gegangen sind? So, wo ist noch einen hoch? Okay. Fellas. Gut. War's das? Ich glaube ja. Oh, da kümmert sich Herbert drum, ne? Ey. Was gibt's da zu lachen? Ich komm nicht weg. Ich kam nicht weg. Ich glaube, da hing ich einfach fest wegen dem... Weil Mike da geballert hat. Hallo, lass mich bitte ins Inventar. Darf ich bitte ins Inventar? Danke. So. Ciao. Da hing ich gerade irgendwo fest. So, schnell noch die Zeugen looten. Die Leute looten, wollte ich sagen. Ja, Zeugen brauchen wir hier auch keine. Danke, Mike. Oh. Kann ich mir die hier oben wieder zunutze machen? Also, ja, ich glaube, die kommen jetzt nach oben, ne? Ich glaube, das bringt mir jetzt nichts mehr. Ich probiere es trotzdem mal aus. Nee. Was zum...
Dürfen die hier nicht rauf? Oder was ist los? Haben die hier Treppenverbot oder? Was war denn mit dem? Hat er Angst gekriegt? Der ist einfach wieder abgehauen. Hä? Nee, du bist alleine. Das lohnt sich mit der Granate. Was? Telefonia? Warte. Hi. So, so langsam wird die Sache hier richtig Spaß. So. Mal eben gucken. Machen wir nochmal Pistolenmunition. Und nochmal Pistolenmunition. Die geht nämlich gerade richtig flöten. Ach du Scheiße. Das war mir so klar. Okay, der kann aber jetzt, glaube ich, kein Geschütz mehr bedienen, ne? Gut. Waren das alle Geschütze? Gut. Ich bin gerade vor wie in so einem Indiana Jones Film oder so von der Musik. Total geil. So, erstmal alles einsammeln hier. Der Loot, der Loot. Mega gut einfach. Kompliment an die Komponisten. Will ich auch noch hin. Da ist die Leiter. Hier kann man bestimmt voll geil taktieren, ne? Erst irgendwie die Geschütze ausschalten, dann die Fässer in die Luft jagen. Das geht bestimmt alles richtig gut. So, danke. Okay, nice. Ah! Das ist wieder so ein Speedrun-Ding hier. Wo denn? Ich höre was von rechts. Oh, gerade erst gesehen. Ich habe nichts Schweres mehr, ne? Nee, leider nicht.
Ah, fuck. Ach du Scheiße. Was ist denn hier alles los? Oh, du bist ja auch noch hier. Okay, das ist gerade sehr ungünstig. Sein hier. Ja. Meine Muni geht zu Ende. Scheiße. Hatte ich auch noch nie. Null Munition hatte ich echt auch noch nie. So. So, auf die andere Seite. Achso, ich kann hier nicht runterhüpfen. Scheiße, wo ist die Leiter? Ach da. Man kann das bestimmt voll geil schnell skippen, indem man einfach schnell die Hebel umlegt und die ganzen Gegner hier links liegen lässt. Könnte ich drauf wetten, dass das so ist. Oh ja, okay. Wir sind wieder back in business. Ich hoffe, jetzt kommt nichts mehr. Boah, ich erinnere mich an die Stelle hier, ne? Die war im Original auch ziemlich bescheiden. So, wer kommt da jetzt? Irgendein fetter Gegner. Hab ich hier alles? Ich habe tatsächlich alles eingesammelt. Warte mal, ist das Schießpulver? Entschuldigung, aber ich brauche das zum Craften. Ist mir egal, ob das noch da so weit weg liegt. Ich hole das jetzt. Ach, hier direkt. Danke. Ja, komm, machen wir. Können wir bestimmt gut gebrauchen, die schwere Granate. Einmal heilen noch. Ich habe echt das Gefühl, dass die Schutzweste wie Papier ist hier auf dem Schwierigkeitsgrad. Drei Treffer und sie ist kaputt. Man kriegt übrigens gar keine Schätze mehr hier, ne? So, Mike. Munition war alle, ne? Aber ich glaube ansonsten... Slow.
Warte. Sag mal, jetzt ist aber langsam mal gut hier. Alter Schwede. Ja, im Original wird er eigentlich von einem Raketentypen abgeschossen. Hier haben sie es ein bisschen dramatischer gemacht. Oh. Der Händler gibt uns hier nochmal Dinger zum Abschießen. Wow. Okay, so. Wir haben einmal grünes Kraut, ich weiß. Aber ich will gucken, ob wir das noch kombinieren können. Wie geht's denn hier hin? Oh. Ruine bei den Klippen? Ist das hier der offizielle Weg? Wir haben ein Geheimnis gefunden. Oho. Was gibt's denn jetzt? Das Excalibur-Schwert oder... Zepter. Cool. Grabinschrift bei den Klippen. Die Knochen unserer Brüder ruhen in allen Landen. Das Blut unserer Brüder wohnt in unserer Nahrung inne. Wir sterben nur, um wiedergeboren zu werden. Wir leben bis in die Ewigkeit. Unsere Herrschaft ist absolut. Keenan Settler. Ist natürlich die Frage, ob das er ist. Ich glaube allerdings schon. Ich glaube, sein Vorname ist dann Keenan, oder? Ich denke mal. Habe ich denn nicht mehr ein Heilspray oder sowas? Nee, ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur das eine Kraut. Da will ich aber erst gucken, ob ich das gleich noch gleich kombinieren kann. Das Zepter ist wahrscheinlich sau viel wert. Können wir ja gucken. 25.000. Leck mich am Arsch. Ja, okay. So, wir müssen jetzt natürlich immer noch... Da vorne ist wieder der Auftrag. Nach oben können wir auch noch. Warte. Heilung? Oh, bitte, bitte, bitte. Okay, sehr gut. Ja. Not looking so good. Doch, jetzt sieht's besser aus, Leon. Achso, war da noch... Aber ich glaube, er sagt das nur, weil er keine Heilung mehr hat. Ach, guck mal, da hätte man von hier oben runter gucken können. Dann hätte man das eh gesehen. Alles klar. So, die finden wir auch noch. Keine Sorge. So, Nummer 6. Ich will, dass jedes einzelne blaue Medaillon in diesen Ruinen zerdeppert wird. Selbst dieses Drecksloch von einer Insel würde ohne sie besser aussehen. So, bei Ruinen bei den Klippen. Das ist jetzt das Gebiet hier. Wir haben da hinten tatsächlich noch eins übersehen. Hier und dann rechts. Da. Hab dich. So, dann ist da noch eins. Das scheint aber... unten zu sein, ja. Das ist auf der Etage. Da muss ich die Leiter nochmal runter. Ich darf die jetzt nicht übersehen, weil ich glaube, danach kommt nämlich wieder ein neues Gebiet. So, das ist bestimmt... Ja, oh, wie gemein. Hau gemein, hau gemein. Da liebe ich dann doch die Karte. Es tut mir leid. Aber ich glaube, wenn man sich die Karte beim Händler kauft, werden die auch angezeigt, ne? Das Einzige, was ich ja, wie gesagt, mit der Karte jetzt gewonnen habe, ist, dass ich... mir beim Händler die Karten nicht kaufen musste. Und natürlich, die DLC-Karte gibt noch weitere Schätze frei. So, wir sind hier richtig. Da ist es. Ja, komm. Sehr gut. Finished.
einfach hier reingestürmt. Müssen wir wieder Rattenprobleme lösen. Scheiße, ich habe das falsche Zielfernrohr drauf. Wow, was mache ich denn hier? Nein, nicht ablegen. Ausrüsten. Hat er wieder so einen beschränkten Bereich, wo er nicht rein darf? Das finde ich gut. Oh nee. Aber ich müsste doch jetzt auch so da drauf schießen können, oder? Ich hasse die Typen. Scheiße! Bin tot. Ich hasse die einfach so sehr. Oh. Und das ist hier auch gerade jetzt super ätzend zu kämpfen. Okay, geschenkt. Geschenkt. So, wo darf ich weitermachen? Ich glaube, die kommen raus aus diesem Ding, egal ob man. Nee. Nein. Ach Gott. Zubehör, Stingray, danke. Die kommen da rausgefallen, egal ob man da vorsichtig vorbeigeht oder nicht. What the? Oder? Man kann das vermeiden. Okay, gut. Dann vermeide ich das, die Säcke zu berühren. Wenn man das vermeiden kann, dann ja. Überführung von Testexemplaren. Die Reparaturen wurde ohne Zwischenfälle abgeschlossen. Da die Anlage zuvor als Gefängnis diente, waren nur die minimalen Eingriffe nötig, um die luftdichte Versiegelung zu verstärken. Vorausgesetzt, wir bekommen keine Probleme mit der Kühlung, planen wir, alle verbleibenden Testexemplare aus Trakt 1 hierher zu verlagern. Alle Testexemplare wurden erfolgreich überführt. Während des Transports kam es zu einem kleineren Zwischenfall, bei dem ein Exemplar aggressiv wurde. Glücklicherweise sind nur wenige Opfer zu beklagen. Bitte lassen Sie beim Umgang mit den Exemplaren stets besonderste Vorsicht walten. Es gibt Berichte, denen zufolge Sie langsam eine Toleranz für die niedrigen Temperaturen entwickeln. Ich hätte gerne eine Gefrierwaffe. Bloß nicht an die Säcke kommen. Wehe, man muss hier die Ratten töten, ne? Ich hoffe nicht. Selbst wenn, dann wird das eine Aufgabe sein, die ich, glaube ich, nicht so wirklich lösen kann. Aber ich glaube eigentlich nicht, weil wir haben jetzt die Spinelle auf, wir haben die Aufgabe gehabt mit den Leon! Mir fällt das Wort nicht ein! Mann! Mit den Emblemen, die man runterschießen musste. Mann. Vorsichtig. Ich frage mich, was passiert, wenn man einfach mal so aus Spaß, ja, gegen alle Säcke so gegenrennt und dann so. Was war das? Schlange, ne? Sehr gut, das ist nämlich Heilung. Lagerraum für Testexemplare. Soll ich da hin? Wir haben immer noch Louis' Labor nicht gefunden, ne?
hinten gibt es bestimmt noch was. Sonst wäre das hier nicht so verhangen. Oh. Wie energisch Leon da einfach aufgestanden. Nein. Oh nein. Ist das wieder so ein Zeittor? Fickt euch. Entschuldigung. Oh. Und es gehen anscheinend auch nicht alle Säcke auf. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht passiert das nur bei denen, wo so ein... wo sowas hier ist. Aber wie soll ich denn so schnell darüber kommen? Das schaffe ich doch gar nicht. Oder kann ich hier drüber springen? Hier eine Tür öffnen? Oh Gott, die wackeln schon wieder. Ich schaffe das doch niemals. Nee. Das schaffe ich nicht. Okay, nice. Die Frage ist, wie soll man das schaffen? Das ist wirklich eine gute Frage. Kurbel. Ja, hier durch. Also man muss wahrscheinlich einfach nur mega schnell sein, aber... Gibt es hier irgendwie eine Abkürzung, die ich nicht raffe? Hier oder so? Vielleicht sollte ich mich nicht schnell umdrehen, sondern einfach so weglaufen. Ich glaube, das Umdrehen gibt's, kostet zu viel Zeit. Ja, okay, Gott sei Dank. Ich wollte mit Q schlau sein und mich schnell umdrehen. Gott sei Dank, ey. Was für eine miese Stelle. So, Leute, die Folge ist schon wieder viel zu lang. Oh, Mann, ich muss eine Pause machen. Deswegen danke ich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sind bald durch. Ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Wir sind kurz vorm Finale. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge von Resident Evil 4. Bis dann.